Also ja, ich hab ein bisschen richtig gemüßt, ne? So ein bisschen fertig machen, ne? Richtige nice Jacke am Start und so alles drum und dran. Ne, wieso nicht? Wieso nicht? Versteck? Ja, klar. Safe, da können wir mal alles reinpacken und so. Naja, immerhin ein bisschen haben wir was. Ja, genau. Perfekt. Da haben wir immerhin was auf Zeiten und so, das ist immer gut. Was haben wir denn da Schönes drin? Wie können wir uns denn noch so anders kleiden? Neue Outfits. Aha. Formell, speziell. Action. Ah, cool. Nee, brauchen wir nicht. Schau mal, sehr schicker, speziell. Ja, wir lassen es aber trotzdem mal so standardmäßig, das war mal. Alles klar, da ist mal unser Versteck. Gleich vor da hinten ist auch gleich mal unser Auto, das ist auch nice. Immer wieder ein neues Auto, das ist auch cool. So richtig nice, wenn man jedes Mal. Okay, jetzt habe ich mir schon gedacht, das wäre Schrottkarren, aber fährt. Es fährt. Ein kleiner Hupfer? Na, schade, kein kleiner Hupfer. Hey, müssen wir eigentlich hier einfach nur im Sack. Passt. Aha, okay, das schaut aus wie ein Hotel. Oh, das schaut definitiv aus. Nein, es ist ein Motel. Ein Motel, Leute. Motel. So, stecken wir da gleich mal aus. So, wem dreh. Sprich mit Donovan. Ach so, mit Donovan müssen wir reden. Alles klar. Eine richtige Abhörzentrale. Wenn man so eine Aktion erfolgreich durchführen will, muss man sie einem anderen in die Schuhe schieben können. Drum habe ich den ganzen Krempel hier beim FBI geklaut. Coole Sache. Wenn es schief läuft, haben die Idioten das Problem am Hals. Wie ich sehe, hast du dein Handwerk nicht verlernt. Wenn es eins gibt, das ich kann, dann ist das Hoovers Schwuchteltruppe eine reinzuwirken. Und während du krankgeschrieben warst, habe ich schon mal was rausgefunden. Die Frage ist ja, welche Leute du hier rekrutieren kannst. Und ich sehe da drei Möglichkeiten. Oh. Oberste Priorität wäre, das Hollow denen abzujagen, die sich jetzt da breit machen. Hab ich mir schon gedacht. Stehst du? Haitianer? Ich dachte, die sind Geschichte, seit Baka tot ist. Zum Glück sind sie wieder da. Und sie sind nicht gerade erbaut, dass Cell das Hollow der Dixie-Mafia gegeben hat. Dixie-Mafia? Georgies Idee. Sie dealen Heroin für ihn. Er will das ganze Hollow süchtig machen. Fucker. Ich schwöre dir, ich lasse nicht zu, dass diese ganzen Wichser alles zerstören, was Sammy aufgebaut hat. Wer hat Baka ersetzt? Ist nicht bekannt. Er hat's geschafft, anonym zu bleiben. Ist nicht bekannt? Geheimnisse vor John Donovan? Dass ich das noch erlebe. Tut mir leid, ich habe nicht genug dunkle Pigmente in der Haut. Also ist meine einzige Chance, mich an einen der Haitianer ranzuhängen und hoffen, dass er mich zu seinem Chef führt. Oh yes. Besser als nichts. Und wenn du dich bei ihnen eingeschmeichelt hast, dann kommst du zu mir. Bis dahin habe ich was fertig, was dich interessieren wird. Na dann, auf geht's. Und danke schön für die ganze Auskunft, die uns alles drum und dran. Bist ein guter Kerl. Ich hoffe nur, dass der uns dann. Ja, also man hat ja auch schon zukunftsmäßige schon gesehen, dass er uns ja recht nett behilflich ist und so alles und das. Alles mit uns zerstört hat und so alles drum und dran. Also wir wissen ja, dass das der Clay hier alles schafft und so. Der Linken. Aber man kann ja nie wissen. Vielleicht lügt er auch und er verratet uns oder sonst irgendwie. Man weiß ja nicht. Also erst recht jetzt, weil wegen der ganzen Sache und so alles drum wegen vorher guten Pakt geschlossen, eher mit dem Teufel. So, ich muss da durchdenken und schon wieder bremsen. Ah, Wahnsinn. So, einmal bitte aussteigen. Jo, oh, gut, einpackt. Wehe dir. Dann zerschieße ich dich gleich. Einfach mal auf die Parkbank. Alles klar. Bitte warten, bitte warten, bitte warten. Was sucht denn der da überhaupt? Also auf was ist denn der jetzt eigentlich so spezialisiert? Also auf was war der jetzt? Wow, es ist Tag und? Sollen, dass nur ein Mann Dr. King erledigt hat. Ist so einfach. Zu glatt. Genau das macht mir Sorgen. Sagen wir, er hat Dr. King erschossen. Nur er und niemand sonst. Und wenn's wirklich so leicht ist, einen großen Mann wie Dr. King, Präsident Kennedy oder Bruder Malcolm niederzustrecken, dann wird sich in diesem Land nie was ändern. Du kämpfst und schwitzt. Und jemand. Oho, das ist mal das, auf was wir warten. Okay, gut zu wissen. Nice.
Da haben wir auch schon unser Ziel. Gut zu wissen, es ist mal jemand da. Kann man da auch einfach gleich aufmachen oder wie ist denn das? Okay. Yes. Und zack. Oh fuck. Zeig ihr auf die Polizei ernst. Ja, wo ist denn. Die Polizei ist ja eh wirklich in der Nähe, so. Fuck. Nein, du wirst da gar nichts machen. Zack. Und den Knockout. Ich weiß ja nicht. Also, die Polizei war jetzt gerade in der Nähe, aber ich weiß nicht, falls jemand fragt. Ich weiß sicher nicht. Nicht, dass denen irgendwie das auffällt, ja, wir sind jetzt und wir laufen da jetzt gerade das bisschen schnurstracks da so rund hier rum, ja. Nicht, dass sie sich wundern oder sonst irgendwas. So. Den holen wir uns. Und jetzt! Oh, abgestochen, die gründige Drecksau. Geil gemacht. So, eine sicher nehmen wir uns dann die Bauteile, eine sicher nehmen wir uns die Schrotte, die auch noch am Start. Haben wir aber auch noch die Pistole. Frag mich jetzt nur noch mal, wie wir die wegpacken können. Aber nicht gut. Aha, Waffe wegstecken. Okay, mit Viereck. Oder? Nee, okay, ja, dann müssen wir halt die Lines. Wurscht. Eigentlich vergessen. Kann passieren. Oh, ja, wenn wir einen Schalldämpfer hätten und so alles drum und dran, dann könnten wir das machen. Nein, du, was war denn das jetzt? Uiuiuiui. Kommt da jetzt irgendjemand oder nicht? Oder ja oder nein? Oder keine Ahnung, weiß nicht, leg mir am Arsch. Geh mal runter. Also, ich glaube, jetzt kommt einer rauf, oder? Oh Mann, genau jetzt ist einer raufgekommen. Oi. So, da haben wir einen. Und nur den einen da oder so. Okay, und das ist halt unser Ziel. So, dann machen wir mal den fertig. Und zack. Haha. Perfekt. Plündern kann man auch? Nee. Aber man kann, glaube ich, man kann. So, und zack. Lieber mal in Deckung und... Oh, na, was sagst du denn jetzt? Haha. Keiner will die Rednecks im Hollow. Bring mich zu deinem Boss, dann machen wir das klar. Fuck! Merde! Geh zum Voodoo-Laden. Da findest du den Boss. Tut mir leid wegen der Kopfschmerzen. Coole Sache. So, da haben wir gleich mal ein bisschen Money. Nehmen wir natürlich auch gleich mal mit. Perfekt. Unser Auto steht da natürlich auch schon sehr schön bereit und wartet auf uns. Einmal bitte alles einstellen. Du, Bro. Ich würde ja gern, aber er verpisst sich nicht. Na gut, ja, dann muss ich halt zurückfahren. Ich habe sogar das Platschen... Oh, da liegt sogar schon jemand tot. Das ist also... Egal, wir haben schon einen. Dann können wir auch schon den anderen auch wieder töten. Ist auch schon wurscht. Können wir schon den anderen auch töten. Egal. Aber wirklich faszinierend, liegt schon auf dem Boden. Ich habe nicht mal irgendwas gemacht. Ich bin sogar eigentlich zurückgefahren, also. Ja, ist wahrscheinlich schon davor gespawnt. Einfach schon davor und. Tüdelu, wie gesagt, und so alles drum und dran. Und schön gebremst und. Ich würde sagen, hoffentlich durch meine Rennspezie sagen, oder müssen wir mal schauen. Ja, besser von hinten, oder? Kann der gar nicht da. Okay, da kann er nicht aufklettern. Ich hab mir da sogar noch gedacht. Okay, oder wir gehen einfach vom, auf den Gang rein. Wie wirst. Nein, ist sogar abgeschlossen. Aha. Da können wir auch nicht. Da können wir gleich klettern. Wir sind halt nicht erbrochen. Also na, überhaupt nicht. Sind wir sogar gleich mal oben. Oh, wir müssen sogar dahin. Oh, wunderschön glänzend, schön gewachst, gerade neu oder wie? Und einfach nur.
Jo, wir müssen da sitzen bleiben und beißen. Oh, jetzt wird schön dunkel. Na, wen haben wir denn da? Nicht schlecht, die Nummer im Haitianer Camp. Und ich hörte, du seist tot. Wir stecken wohl beide voller Überraschungen. Sieht ganz so aus. Was kann ich für dich tun, Lincoln Clay? Ich will, dass du mir hilfst, Salmakano zu killen. Aha. Vor ein paar Monaten wolltest du noch mich killen. Und jetzt platzt du hier rein und ich soll dir vertrauen? Jetzt, wo Marcano die Dixie-Mafia unterstützt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er dich aufsucht. Und du weißt, dass sie jeden umbringen werden, der ihnen im Weg ist. Und du willst mich vor diesem furchtbaren Schicksal erretten, meinst du? Ja, genau. Ich besorg dir die Kontrolle übers Hollow. Danach werden wir sehen, wie es weiterläuft. Weißt du, warum Sammy und ich miteinander Krieg hatten? Ich hätte gedacht, du warst scharf auf die Lotterie. Bitte. Nur weil du dich vor ein paar unbequemen Wahrheiten drückst, brauchst du von mir nicht gleich den Naivling spielen. Sam und ich haben gekämpft, weil die Leute, die ins Hollow gehen, was Besseres verdient haben als einen alten falschen Mann, der Konserven verteilt, wann immer er Lust hat. Der immer tat, was Sal Marcano ihm auftrug, selbst dann, wenn es gegen seine eigenen Leute ging. Er hat sein Bestes gegeben. Aber dieses Beste war nicht gerade viel, richtig? Ich will da aufpassen, sonst erschießt er den da. Wenn ich das Hollow habe, tue ich dort, was ich will. Ohne Wenn und Aber. Solange du mir anstandslos deine Männer und Connections zur Verfügung stellst und Platz zum Untertauchen von Zeit zu Zeit gut. Marcano hat Sammy durch einen Mann namens Richie Doucette ersetzt. Kennst du ihn? Gehört wohl zur Dixie-Mafia. Er ist ein Monster. Der Typ entführt schwarze Teenager und schleppt sie in die Sümpfe. Und? Nach ein paar Tagen ohne Essen macht er sie los und sagt, sie sollen wegrennen. Dann hetzt er die Hunde auf sie. Weißt du, wie in alten Zeiten. Geil, oder? Geil, oder? Na komm schon. Nein, doch nicht. Oh Mann, habe ich immer noch. Bin ich der Einzige, der was Freude hat am Töten? Komisch. So hat er meine Schwester getötet. Nur das ist mir von ihr geblieben. Wo finde ich ihn? Oh. Es ist da draußen gefährlich für ihn. Er zieht immer herum. Aber seine Männer operieren aus der Gemeindekirche und aus dem alten Theater. Perle hat es geheißen. Es wurde nach Sammys Frau benannt. Das nehme ich mir als erstes vor. Na dann. Einer meiner Männer hat den Laden ausspioniert. Er wollte sehen, was da so abgeht. Du solltest mit ihm sprechen. Er weiß sicher mehr. Klar. Wenn ich da gewesen bin, gucke ich bei der Kirche. Immer dies und immer dies, bitteschön. Ist ja nicht der Riese auf Hammer. Wir können uns nicht zweiteln, aber wir gehen schon das eine nach dem anderen an. Patera, weiß man auch nicht, das ist so richtig. Ob man die vertrauen soll oder nicht, das ist irgendwie.